Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Sörenbude. Willkommen zu einem kleinen Real Talk Video auf meinem Kanal. Bei einigen Sachen, die in letzter Zeit abgehen, sehe ich einfach inzwischen die Nötigkeit, hier mal kurz drüber zu reden, wie wirklich YouTube für mich ist und wie ich zu euch als Community stehe. Ich möchte hier wirklich gleich sagen, ihr seid eine coole Community und ich bin auch froh, dass ihr dabei seid. Gerade im Moment habe ich sehr viele aktive und korrekte Zuschauer. Um hier mal ein paar Shoutouts zu geben. Daniela Gebauer ist gerade sehr weit da. Also wenn ich irgendwen falsch ausspreche, tut mir das sehr leid, ne? Ihr wisst aber, denke ich, wen ich meine. Daniela Gebauer, sehr, sehr oft dabei. Echt korrekt drauf. Susan B. ebenfalls. Oder Susan, keine Ahnung. Tut mir leid, wie gesagt, wenn ich was falsch ausspreche. Sayori Viper, das ist ein schwerer Name. Winfried Bock. Wer jetzt nicht so oft in die Kommentare schreibt, aber ich weiß, auch oft dabei ist und wenn ein Kommentar kommt, immer richtig nett, Jana Kaschner. Und das sind nur ein paar der Namen jetzt, die mir wirklich am meisten auffallen und auch am meisten im Kopf bleiben. Deswegen wirklich danke an jeden, der den Kanal supportet. Mich freut das wirklich, dass es hier Leute gibt, die sich das auch angucken, was ich produziere. Andererseits gibt es auch so ein paar schwarze Schafe in der Community. Vor allem um einen Fall möchte ich hier ein bisschen jetzt mal wirklich reden. An sich ist es hauptsächlich wirklich an dich gerichtet. Ich werde hier keine Namen sagen, aber du wirst definitiv wissen, dass du gemeint bist. Aber ich will das hier in diesem Video sagen, sodass alle es sehen können. Damit auch wirklich alle wissen, wie das für mich auch wirklich ist. Im Moment habe ich nämlich vor allem einen Zuschauer in der Community, der mir wirklich immer und immer wieder negativ auffällt. Wahrscheinlich werden manche von euch auch wissen, wen ich meine, aber dann wisst ihr auch schon, dass er mir negativ auffällt. Auf dem Discord-Server ist wirklich viel unnötiger Spam dabei von ihm. Teilweise dann auch wirklich Aufforderungen, speziell mich zu nerven oder sowas. Im Privatchat, da ist schon so viel passiert, von dem ich teilweise nicht reden will. Teilweise frage ich mich auch, ich rede hier jetzt einfach frei raus. Teilweise frage ich mich auch, hier, du weißt, dass ich dich meine. Tust du nur so dumm? Willst du mich verarschen? Oder bist du manchmal echt so blind auf beiden Augen? Es kommen dabei solche Sachen rum, wie deine Kommentare, die ich bekomme, bestehen gefühlt nur daraus, dass ich merke, du suchst einfach nur Fehler auf meinem Kanal, vor allem in meinen Hörspielen und allein am Schreibstil. Ich habe dich schon gefragt, warum machst du das überhaupt? Ich will jetzt nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich finde es wirklich cool von allen, auch wenn ich Fehler mache. Ihr könnt mich da gern drauf aufmerksam machen. Aber wenn man wirklich merkt, dass ein Zuschauer am Schreibstil, an allem, wenn man einfach bemerkt, dass es ihm wirklich nicht mehr um die Videos geht, sondern wirklich nur noch darum, Fehler zu finden. Und vom Schreibstil her, das wirkt einfach noch so, als würdest du nur Fehler finden wollen. Um dich irgendwie klug zu fühlen, um dich irgendwie über mich zu stellen. Und da muss ich jetzt einfach ein paar Worte sagen. Als ich dich auch gefragt habe, warum du das machst, war deine Begründung, wie viele, die du sagst, wirklich sehr fragwürdig. Um mich dazu zu motivieren, weniger Fehler zu machen, weil aus Fehlern lernt man. Also, wenn du wirklich glaubst, dass das der Fall ist, wo ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, gerade bei dem, was da immer abgeht. Du merkst es vielleicht nicht, aber... So. Ihr könnt jetzt von mir denken, was ihr wollt, aber ich sag das jetzt einfach raus, wie ich denke. Wenn du dem Kanal helfen willst, dann halt die Klappe. Dann sei einfach ruhig, wenn du nichts Gescheites beitragen kannst. Weißt du, das ist mich kein bisschen motiviert, wenn irgendjemand mir ständig schreibt, was ich nur alles falsch mache. Einfach nur negative Scheiße, was ich alles falsch mache, was ich machen soll,
versucht sich irgendwie klug zu fühlen einfach. Das motiviert mich nicht. Ganz im Gegenteil. Wirklich. Ich hab gefühlt jeden Tag, wenn ich mit dir in irgendeiner Form kommuniziere, gleich so viel weniger Lust, irgendwelchen Content zu produzieren. Sei es wirklich Videos erstellen, Thumbnails machen, Walross-Edition schreiben. Ich verliere wirklich meine Motivation durch so etwas, weil ich mir denke, warum sollte ich Content machen, wenn letztendlich Leute da sind, die einfach diesen Content nur wollen, um sich über mich zu stellen durch die Fehler, die ich da drin mache. Es kann sein, dass das alles nicht so ist, aber es kommt sowas von so rüber. Die Zuschauer sehen nur einen kleinen Teil auch von dem, was wirklich passiert, weil vieles auch im Privatchat abgeht und ich kann einfach nicht viel zu sagen. Es gab noch einen Punkt, den ich jetzt ansprechen wollte, aber den habe ich jetzt gerade noch vergessen praktischerweise. Ah ja, doch, das ist somit die wichtigste Botschaft, die ich mit diesem Video wirklich vermitteln will. Wie ich auch in dem Musikvideo über die Hymne meines Lebens gesagt habe, so ein bisschen eine Sorge, die ich bei YouTube manchmal habe, dass manche Leute auf der anderen Seite hier, die dieses Video gerade gucken, teilweise vergessen, dass ich auch ein ganz normaler Mensch bin, mit einem normalen Leben, Freunde, Familie, eigene Probleme. Ich bin nicht irgendein Typ für alles, der jeden Scheiß mitmachen kann und Zeit für jeden Bullshit hat, nur weil wem langweilig ist. Ich mache meine Videos, um euch damit zu unterhalten und auch um mich selber zu entfalten, aber ich bin nicht irgendwie ein Mann für alles. Ich will auch noch Zeit für mich selber haben und auch ein bisschen mich selber eben ausleben können. Und wenn zum Beispiel ich ständig in DMs zugespammt werde, was ich mal für Videos machen soll, was ich in der Walross-Edition für Veränderungen einbauen soll, das hat dann nichts mehr mit freier Entfaltung zu tun. Deswegen, wirklich, die Message, die ich mit diesem Video rüberbringen will. Bitte denkt daran, dass ich ein normaler Mensch bin. Ich mache Hörspiele, ich mache Videos, weil es mir Spaß macht und weil ich euch eine Freude machen will. Aber trotzdem ist es mein Hobby und ich mache das, wie ich es will. Es geht mir wirklich darum, auch selber Spaß zu haben. Und so etwas senkt den Spaß, den ich dabei habe, einfach enorm. Ich habe im Moment wirklich genug Probleme im Leben. Das sage ich jetzt einfach mal frei raus, wie es ist. Und mein mentaler Zustand im Moment ist wirklich nicht der beste. Aber so etwas hilft dabei auch kein bisschen. Es ist einfach das Gegenteil. Denkt bitte dran, dass ich auch nur ein Mensch bin und ich auch wie ein normaler Mensch handeln und leben möchte. Normale Gefühle hab wie ein normaler Mensch. Ich bin einfach nicht nur irgendein Computerprogramm oder so, das hier rumsitzt und irgendwas macht. Also, wirklich. Ich feiere euren Support als Community, ihr seid eine super Community, aber es gibt vor allem so zwei schwarze Schafe, die ich hin und wieder im Kopf habe, wobei eben einer der beiden, der sich hier hoffentlich auch sehr angesprochen fühlt, um Weiten schlimmer ist. Wenn ihr ein bisschen seltsam seid in den Kommentaren, wir sind alle seltsam, ich bin seltsam, ihr seid seltsam, aber okay, das klingt jetzt auch scheiße, ich habe gerade eigentlich gesagt, dass ihr alle seltsam seid. Aber irgendwo ist jeder auf seine eigene Art seltsam. Das ist so eine Lehre, die ich im Leben einfach schon so oft... Das ist einfach eine Lebensweisheit für mich. Ich habe das schon so oft bemerkt. Und es war jetzt einfach nach allem, was in letzter Zeit passiert ist, Zeit, dass ich dieses Video mache. Bitte, du weißt, dass dieses Video vor allem an dich gerichtet ist, wenn du das hier siehst. Andererseits... Bei den Gesprächen, die wir oft führen, merke ich auch, dass du dieses Video wahrscheinlich nicht gucken wirst oder nur teilweise gucken wirst, um mich dann über irgendwelche Fehler oder so, die ich gemacht habe, zuzulabern. Aber wenn du mir bitte jetzt einmal im Leben zuhörst,
Ich bin ein normaler Mensch und wenn du nicht ein Teil meiner YouTube-Community sein willst, sondern irgendjemand, der mich einfach... Das ist eben so die Grenze, die du im Moment wirklich überschreitest. Von egal, es ist mir relativ egal, wenn ihr auf YouTube ein bisschen nervt. Ich werde da nicht viel zu sagen. Aber du überschreitest wirklich die Grenze, in der du meinen YouTube-Kanal beeinflusst, zu der Grenze, in der du wirklich mich als Privatperson und mein Privatleben negativ beeinflusst. Ich glaube, ich habe damit alles gesagt, was ich sagen wollte. Das Video musste ich jetzt einfach drehen, gerade nachdem ich wirklich vor 5 Minuten hier, bevor ich das Video begonnen habe, wieder einen Talk da hatte. Ja, ich hoffe, die Message ist rübergekommen. Danke an alle, die mir zugehört haben. Wir sehen uns hoffentlich in weiteren Videos wieder. Und bis bald. Und ciao.